Palim, palim und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind immer noch im Hotel gegenüber von dem Dorney Park und gleich so in doch noch eine halbe Stunde beladen wir den Bus und dann geht's weiter Richtung Knobels oder Knöbels, wie die Deutschen sagen würden. Ne? Ja, wir haben gerade lecker gefrühstückt. Ich hatte ein Bagel-Sandwich mit Ei, Käse und Bacon drauf, was wirklich sehr lecker war. War ein bisschen kompliziert zu essen, aber war wirklich sehr lecker. Ja, gestern noch einen Ausklang in der Bar gehabt, mit so ein paar Yingling-Lager, also lecker Bierchen getrunken. Und ja, gleich, wie gesagt, geht's nach Knobels. Ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, wir haben heute alle die gleichen T-Shirts an. Es liegt nicht daran, weil Mutti uns heute Morgen allen dasselbe zum Anziehen rausgelegt hat, sondern heute ist T-Shirt Day. Den gibt es eigentlich immer auf der Tour, dass wir immer ein Tour-T-Shirt haben, was dann auch im Tourpreis inkludiert ist. Und wir verabreden uns dann, dass wir an einem Tag, wo wir halt ein besonderes Programm haben oder wo wir einen guten Kontakt zum Park hatten, dass wir dann halt eben so ein bisschen Flagge zeigen quasi und uns dann mit den T-Shirts da blicken lassen. Wir sind in Knobels angekommen. Ja, da sind wir gerade als erstes einmal Phoenix gefahren, diverseste Runden und Alter, ist das eine Airtime-Maschine, leck mich fett. Man hat regelrecht Angst, dass man aus diesem Wagen rausfliegt. Und die eigentlich mal vorgeschriebenen Gurte, die natürlich jetzt nicht mehr drin sind, hätten für mich schon irgendwo Sinn gemacht. Naja, und dann ging es weiter zum Twister, der andere Woody hier im Park. Auch immer noch eine tolle Bahn, aber mein Favorite bleibt einfach Phoenix. Jetzt wollten wir eigentlich gerade Flying Turns fahren, da ist aber über eine Dreiviertelstunde Wartezeit und genau eine Dreiviertelstunde ist auch unser Essen.
Deswegen laufen wir jetzt einmal rüber zu Impulse, der neue Schlag mich tot, von wem das Ding ist. Zierer? Ich weiß es nicht. Ich müsste nachschauen. Naja, jedenfalls Vertikalliftgerät und so, nicht der größte Fan davon, aber was macht man hier alles für den Count, ne? A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh. Entschuldigung, wo befindet sich denn der Eingang zur Achterbahn? Ja, hinter dem riesigen Brotleib links. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Mit Flying Twins gefahren. Hat Ewigkeiten gedauert, weil bei den Temperaturen dürfen sie nur eine Person pro Wagen reinsetzen. Dann ständig irgendwelche Breakdowns, weil die Züge zu schnell sind und dann die Sicherheitsmechanismen greifen und dann anscheinend dafür sorgen, dass ein Notstopp stattfindet. Jedenfalls ständig Stop and Go auf den Lifts. War ganz witzig. Claudia ist, glaube ich, fast gestorben im ersten Wagen, weil sie nämlich die Leute in die Wagen einteilen. Und zwar nach deren Eindruck, wie das am sinnvollsten ist, sage ich mal. Ja, und ich habe ein Onride-Video gemacht. Sieht ganz witzig aus auf jeden Fall. Vor allen Dingen hört man, glaube ich, sehr viel Claudia kreischen. Und jetzt stehen wir gerade beim Haunted Mansion an. Das ist eine Besonderheit hier, weil das nämlich nicht im All-Day-All-Ride-Wristband inkludiert ist. Das heißt, das kostet einmal $3,50 extra und lohnt sich aber meines Erachtens. Und danach haben wir dann noch für den Markt den letzten Count hier abzuholen, nämlich Black Diamond. Da gehen wir anschließend dann. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Ja, wir sind durch mit dem Park. Wir haben jetzt so ziemlich alles gefahren, was wir fahren wollten. War noch mal kurz shoppen, Kleinigkeit. Und jetzt geht es zurück zum Bus. Der steht hier irgendwo mitten in der prallen Sonne. Da holen wir uns noch zwei Bierchen und dann fahren wir weiter nach Hershey.
sind wir jetzt beim Hershey Park angekommen. Wir haben schon so pinke Armbändchen bekommen, die sind dann gleich unsere Eintrittskarte für die ERT. Und jetzt warten wir nur noch darauf, dass es in den Park geht. Jetzt kauen wir noch mal schnell ein bisschen weg. Der Park hat bis 21 Uhr geöffnet. Jetzt gerade ist es 6:45. Das heißt, wir haben noch so knappe 2 Stunden Zeit. Versuchen mal so viel zu schaffen, wie nur irgendwie geht. Und dann haben wir heute Abend eine ERT auf Skyrush. Der ist gerade über mich weggerauscht, deswegen musste ich gerade noch ein bisschen warten. Wir sind den B&M Candymonium gerade gefahren, 15 Minuten schon angeschlagen, gewartet haben wir eine halbe bis dreiviertel Stunde. Dann sind wir noch den Woody gefahren, Comet heißt der, stand angeschlagen, 60 Minuten gewartet haben wir, gute halbe Stunde, 40 Minuten etwa. Jetzt ist Treffpunkt für die ERT auf Skyrush. Ja, die Wartezeiten hier sind ein bisschen blöd, weil Leute im Bahnhof die ganze Abfertigung ständig verzögern. Also es kommt dann jemand, der muss noch irgendwie seine AirPods weglegen, aber weil es halt 20 Fächer im Bahnhof gibt, weiß er nicht, welches Feng Shui jetzt am besten ist, wo er seine AirPods reinlegen soll. Und die Mitarbeiter machen aber auch keinen Druck. Ne? Also wer sich Zeit lässt, der lässt sich Zeit. Ne? Und ach, du kriegst deinen Sitz nicht richtig. Ach nee, setz dich ja anders hin. Nee, ist kein Problem. Ach, du möchtest da nicht sitzen, möchtest lieber mit deinen Nachbarn tauschen? Ja, kein Problem. Nee, wir machen die Bügel nochmal auf. Es geht einem wirklich auf die Nüsse. Das kann man nicht anders sagen. Abfertigung eigentlich total schnell, total gut. Aber wenn Leute sich Zeit lassen, dann wird nicht irgendwie mal den bisschen Feuer unterm Arsch gemacht, sondern take your time. Ja, egal. Wir zeigen dir jetzt mal, wie schnelle Abfertigung geht. Gleich bei unserer Skyrush ERT. Wir warten jetzt noch darauf, dass die Warteschlange leer wird. Und dann geht das los. Auf Skyrush ist dann jetzt auch vorbei. Wir haben die Stunde nicht komplett voll gemacht. Es ist jetzt 10 Uhr. Wir haben, glaube ich, um 8:45 angefangen. Also haben wir eine Dreiviertelstunde ERT gehabt. Das reicht auch, denke ich. Also der letzte Zug war auch komplett voll. Der andere Zug war so mittel. Also wir sind mit 2 Zügen gefahren. Wirklich super großzügig vom Park. Und alter Vater, ist das ein Moped. Also ich bin sie ja schon einmal gefahren, vor 12 Jahren, beim ersten Mal, als wir hier waren. Einmal in der prallen Mittagshitze mit den alten Bügeln noch. Das war jetzt nicht so geil. Da haben wir auch noch über 2 Stunden, glaube ich, in der Sonne gestanden. Das war jetzt nicht so das Ding. Aber jetzt heute Abend, ich habe auch nicht so viel gefilmt, weil ERT immer Plätze wechseln und fahren, wie nur geht. Da muss man Prioritäten setzen, ne? Ist ja klar. Ich bin bestimmt 10, 12 Mal gefahren, 4, 5 Mal im Backseat. Also kann man nicht meckern.